Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Backup und Restore. Dieser Vortrag richtet sich an Leute, die generell sich einfach mal Gedanken um das gesamte Thema machen. Vielleicht auch um zu schauen, mache ich das richtig oder mache ich das falsch, beziehungsweise sich einfach mal eine Strategie aufzubauen. Aber legen wir doch einfach mal los. So, Thema Backup und Restore. Im Prinzip die Fragen: Wie mache ich das? Was muss ich backuppen? Wann und wie oft muss ich sowas tun? Und da kriegen die meisten Leute immer so ein bisschen Panik und deshalb keine Panik. Wenn man das vernünftig aufsetzt, ist es eigentlich kein großes Problem. Es gibt so ein paar grundsätzliche Fragen, die sollte man sich eben stellen, das heißt den Grad der Sicherheit, den man aufwenden möchte. Und Sicherheit bedeutet immer, welchen Aufwand möchte ich treiben. Also Aufwand ist Zeit und Kosten. Das heißt, für manche Privatmenschen ist das einfach sicher, wenn ich die Daten auf einer zweiten Festplatte zum Beispiel habe. Für manche Firmen sind da ganz, ganz andere Anforderungen, auch gesetzlicher Natur da. Das heißt, da muss auch dann wesentlich mehr investiert werden. Es gibt noch wesentlich mehr Gedanken, die man sich rund um Sicherheit drehen will. Da kommen wir auch noch mal im Folgenden vielleicht dazu. Aber das muss einfach so ein bisschen im Hinterkopf bleiben. Sicherheit ist immer eine Frage des Aufwandes, den man treibt. Das heißt, man muss hier vielleicht auch eine zum Thema Sicherheit auch so für sich persönlich einfach so eine Einschätzung oder eine Risikoabschätzung machen. Das heißt, wie wichtig sind die Daten, die ich hier habe? So, und Backup sind, na klar, Sicherungen. Und Restore ist die Wiederherstellung der Sicherung. Und diese drei Dinge sollte man nie auseinandernehmen, getrennt voneinander betrachten, immer im Zusammenhang. So, gehen wir mal zur Sicherheit. Also, welche Risiken gibt es da? Datenverlust, klar. Wenn ich die Daten auf einer Festplatte habe, dann ist natürlich die Möglichkeit für einen Datenverlust relativ hoch, weil wenn die Festplatte ausfällt, dann sind die Daten nicht mehr da. Ich kann natürlich mehrere Festplatten nehmen, dann habe ich halt etwas höhere Kosten. Festplatten sind heutzutage nicht mehr so teuer, aber kosten natürlich auch was. Dann ist die Frage, wie viele Festplatten möchte ich da haben und so weiter. Dann geht es auch nochmal so um den Schutz, das heißt, wie sollen meine Daten geschützt sein? Das kann sein Schutz vor Zugriff, das heißt Online-Zugriff zum Beispiel, dass jetzt sich nicht jemand an den Computer setzt und die Daten einfach ausliest, wenn man sehr schützenswerte Daten hat oder man einfach nicht möchte, dass irgendjemand an die Daten rankommt, einfach so. Das müssen ja gar keine so wahnsinns schützenswerte Daten sein, aber niemand hat das Recht, einfach auf die Daten zuzugreifen. Und Schutz kann natürlich dann auch Verschlüsselung sein, dass man die Daten halt zusätzlich dann auch nochmal verschlüsselt mit einem extra Passwort und so weiter und so fort. Und da geht es dann eben auch um die Strategie. Das heißt, wie organisiere ich meine Sicherheit? Mache ich das intern, extern? Das bedeutet, halte ich meine Daten jetzt nur bei mir zu Hause zum Beispiel oder lagere ich zum Beispiel Daten auch nochmal extern bei jemandem? Dass ich zum Beispiel eine Festplatte bei jemandem hinterlege, zum Beispiel, was natürlich auch vorkommen kann, wenn ein Schaden in der Wohnung entsteht, sei es jetzt einfach durch Wasser, durch Feuer oder wie auch immer, oder Einbruch oder was es auch alles geben kann. Das heißt, hier muss ich mir einfach Gedanken machen, wie sicher müssen meine Daten einfach sein. Und oftmals ist es halt wirklich nur, ich muss überlegen, ich muss es organisieren und dann kann ich das auch ganz einfach durchführen. Das ist kein großes Hexenwerk, nur ich muss mir einmal so die Gedanken machen. Und dann, was ich eben gerade nochmal angesprochen habe, der gesamte Datenschutz, das heißt zum Beispiel der Zugriffsschutz, entweder mit Verschlüsselung sichern oder auch mit physischem Zugriff sichern, also beziehungsweise vor physischem Zugriff sichern. Das kann ein Safe sein, das kann einfach nur ein Versteck sein.
dass man die Festplatte nicht gleich sieht oder wie auch immer. Also gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Das sollte man sich vielleicht auch noch mal überlegen, wie man das macht. Dann kommen wir zum Thema Backup. Und da sind halt die Fragen, wie, was, wann und wie oft. Und immer ganz wichtig, kein Backup ohne Restore. Und das bedeutet einfach, wenn ich ein Backup einrichte, dann muss ich auch das Restore testen. Denn wenn ich jahrelang backuppe und nie ein Restore, also eine Wiederherstellung getestet habe, und es kommt dann an einem Tag zu dem Fall, wo ich tatsächlich meine Arbeitsplatte zum Beispiel verliere und sage, Mensch, ich habe ja da noch ein Backup und stelle dann fest, dass das Backup kaputt ist, nie funktioniert hat oder wie auch immer, dann habe ich kein Backup. Das heißt, wenn ich ein Backup einrichte, muss ich eine Wiederherstellung durchführen, um einfach zu testen, sind die Daten auch wiederherstellbar. Und diese Wiederherstellung sollte ich regelmäßig testen. Das können Stichproben sein, das kann auch ein volle Wiederherstellung sein. Und was regelmäßig heißt, das ist dann auch wieder die Frage. Das heißt, das kann könnte täglich sein, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Aber man könnte zum Beispiel sagen, naja gut, ich sichere so und so oft und dann mache ich einfach um Faktor 5 oder Faktor 10, mache ich dann von der Zeit her, mache ich dann einfach eine Wiederherstellung oder ich mache es einmal im Monat oder alle 3 Monate, alle 6 Monate, einmal im Jahr. Aber ich würde den Zeitraum einfach nicht zu lange verstreichen lassen, denn es können sich immer Fehler einschleichen, irgendwelche Updates von irgendwelcher Software. Und dann funktioniert es nicht mehr. Und ich würde sowieso sagen, wenn sich irgendetwas an einer Software ändert oder an dem Gesamtsystem, sollte man das auf jeden Fall nochmal prüfen. Denn sonst hat ein Backup keinen Sinn, wenn die Wiederherstellung nicht mehr funktioniert oder nicht funktioniert. So, wie backuppen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zu Hause eben backuppen mit externen Datenträgern, ist so das Allereinfachste. Also zum Beispiel mehrere oder sagen wir mal mindestens eine USB-Festplatte. So hat man zum Beispiel seine Daten auf seiner Festplatte im Computer drin und macht davon ein Backup auf einen externen Datenträger, also eine USB-Festplatte zum Beispiel. Keine USB-Sticks. Ich weiß nicht, ob es zertifizierte USB-Sticks dafür gibt. Die halten auf jeden Fall wesentlich kürzer. Die sind von den Schreibzyklen einfach nicht so robust wie Festplatten. Und ich würde dann sowieso sagen, wenn man das einigermaßen seriös machen will, macht man das nicht auf eine Festplatte, sondern auf zwei Festplatten und die wechselt man dann alternierend. Wenn man zum Beispiel jetzt täglich Backups macht, weil sich Daten die ganze Zeit ändern, könnte man sagen, an geraden Tagen nimmt man Festplatte 1 und an ungeraden Tagen nimmt man Festplatte 2 oder andersrum, damit es auch mit 1 und 2 hinhaut. Und dann hat man immer so einen, sagen wir mal, wenn jetzt die Produktionsplatte kaputt geht und eine der Backup-Festplatten auch nochmal kaputt geht, dass eine dritte Festplatte kaputt geht, ohne Außenwirkung oder Brand oder Wasser oder irgendwie sonst was. Also es wird immer unwahrscheinlicher. Das heißt, je mehr Backups ich mache und die halt organisiere, und die sollten auch organisiert sein, weil wenn man dann mit den ganzen Backups durcheinander kommt, hat man ja auch keine Freude mehr. Aber je mehr man Sicherheit einbaut, desto unwahrscheinlicher wird dann auch ein Datenverlust. So, und dann geht auch über Netzwerk zu Hause. Man kann dann solche Lösungen machen wie einen Raspberry Pi mit 1, 2, 3, 4 Festplatten dran, wo man dann zum Beispiel auf dem Raspberry Pi ein System aufsetzt mit zum Beispiel einer Nextcloud. Aber dafür gibt es dann auch Clients für jedes Betriebssystem und dann mit dieser Nextcloud regelmäßig Backups macht, entweder synchron ständig oder zum Beispiel am Ende des Tages, dass man das Backup anstößt und das dann einfach synchronisiert auf sein eigenes Netzwerk. Das ist natürlich was mehr was für Leute, die etwas technischer interessiert sind. Wer es ein bisschen einfacher haben will, was dann aber wieder ein bisschen mehr kostet, sind dann solche NAS-Systeme, NAS-Systeme, Network Attached Storage-Systeme. Da gibt es unterschiedliche Firmen, wie zum Beispiel Synology, Buffalo oder wie auch immer.
Könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren nochmal reinschreiben, was ihr da kennt und womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Das sind dann so fertige, ich sag mal, nenne das jetzt einfach mal Computer mit Festplatten zum Einschieben. Die gibt es da auch in unterschiedlichen Preiskategorien. Mit zwei Festplatten ist eigentlich, glaube ich, immer so das Mindeste. Und es gibt dann auch mit mehr Festplatten, dann wird es halt dann immer teurer. Und bei diesen ganzen Kombinationen in diesem NAS, da gibt es dann, wie man die Festplatten organisiert, zum Beispiel das, wie in dem ersten Fall mit den externen Datenträgern, dass dann Daten gespiegelt werden. Das heißt, ich schreibe einmal eine Datei auf mein NAS und diese Datei wird dann zweimal quasi, also jeweils einmal auf einer Festplatte abgelegt, sodass, wenn eine Festplatte ausfällt, ist es noch auf der anderen Festplatte da. Was mir gerade noch einfällt, weil da gibt es dann auch immer so eine Mischung, das ist so eine Grauzone zwischen Netzwerk und NAS. Es gibt diese Netzwerkfestplatten. Das kann man im Prinzip auch nutzen, das ist gar kein Thema. Bei den Netzwerkfestplatten ist es halt dann so, die hängt man dann ins Netzwerk rein und meistens ist da nur eine Festplatte drin. Es gibt auch ganz wenige, die haben auch zwei Festplatten, die dann auch wieder so in einem Verbund arbeiten, wo man dann die Datensicherheit nochmal oder manchmal konfigurieren kann. Das kommt dann auf das einzelne Produkt an, was man da machen kann. Daumenregel ist hierbei halt einfach pro weitere Kopie oder pro weiteres Backup-Medium, das quasi die Daten nochmal vorhält, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Daten dann auch sicher habe. Das heißt, auch wenn ich jetzt vier Festplatten quasi zu einer riesigen Platte zusammenbinde, oder zusammen konfiguriere und speichere eine Datei da drauf, dann kann es einfach sein, durch die technische Einstellung, die ich vielleicht aus Unwissenheit da gemacht habe, dass diese eine Datei auf der kaputten Festplatte war und ich die dann nicht mehr wiederherstellen kann. Die Art und Weise, wie man sowas konfiguriert, das ist dann bei den NAS-Systemen, steht das dann immer mit dabei, das ist erklärt. Oder man sollte sich dann das einfach nochmal ganz, ganz separat erklären lassen beziehungsweise nachlesen, was die einzelnen Systeme da leisten können. Das will ich in diesem Überblick einfach nicht besprechen, weil das einfach sehr, sehr tief in die Technik reingeht. So, und dann gibt es natürlich auch noch die Cloud-Lösung. Ich meine, ich habe vorhin schon mal die Nextcloud angesprochen, die man bei sich zu Hause installieren kann. Das ist auch eine kostenlose Lösung, eine Open-Source-Lösung, die auf solchen kleinen Computern wie Raspberry Pis läuft und auch auf riesigen Netzwerken läuft, die weltweit eingesetzt wird und als sehr, sehr zuverlässige Software gehandelt wird oder beschrieben wird und was sie auch ist. Aber es gibt ja die typischen Cloud-Vertreter, die man zum Beispiel hat, wenn man sein Handy kauft, egal von welcher Marke, ist da dann auch immer gleich so ein bisschen Speicherplatz mit dabei oder bei anderen Produkten gibt es. Es gibt die verschiedensten Anbieter über Google, Amazon, Apple, Microsoft, Dropbox oder wie sie auch alle heißen. Da ist die Sache, die AGBs genau lesen, was mit dieser Cloud ist, aber der ganz große Kritikpunkt an dieser Cloud oder mehrere Kritikpunkte sind es eigentlich, die ich einfach nochmal so zum Nachdenken mitgeben möchte, ist: Zum einen ist die Cloud nicht zu Hause, das heißt, ich bin abhängig von weiteren Dingen, wie zum Beispiel mein Internetrouter, von meinem Provider oder von dem Cloud-Provider. Das heißt, ich habe einfach noch mehr Mittelsmänner dazwischen. Ich schicke meine Daten über das Internet. Das heißt, ich sitze ja nicht direkt bei dem Cloud-Anbieter, sondern ich sitze hier in meinem Netz, dann schicke ich das über mehrere Computer bei meinem Internet-Provider. Der schickt das dann über mehrere Computer, so wie halt das Internet aufgebaut ist, in die Cloud. Und das ist dann halt nochmal eine Sache, das heißt, ich schicke es erstmal so wie eine Postkarte durch die Welt. Das andere ist dann halt, dann liegen die halt in der Cloud. Der Cloud-Anbieter wird sich natürlich bemühen, dass die Daten nicht verloren geht, aber man sollte dann doch lieber wirklich mal in die AGBs gucken, welche Anrechte man hat, falls dann doch mal richtig was schief geht und das ist auch schon passiert. Ich will da überhaupt gar keine Panik machen, aber es sind halt einfach so etliche Punkte,
die man wirklich bedenken sollte, wenn man hier auf eine Cloud-Lösung setzen möchte. Und ich bin da halt sehr, sehr konservativ und sage, was ich in der Hand habe, habe ich in der Hand. Wenn ich meine Daten in der Cloud speichere, liegen meine Daten auf fremden Computern. Und das sollte man sich einfach gewiss sein. Wenn es dann auch noch sensible Daten sind, würde ich sowieso generell davon abraten. Aber jeder nach seinem Geldbeutel und nach seinem Gewissen. Und das sollte man halt einfach nur so im Hinterkopf haben. Und dann geht es halt dann auch um die Software. Backup-Software, was nimmt man da? Was kann man da machen? Und da komme ich gleich nochmal dazu. Mir fehlte jetzt eine Folie, aber das ist jetzt egal. Ich wiederhole jetzt so ein paar kleine Sachen nochmal, und zwar mit den externen Datenträgern. Habe ich ja vorhin gesagt, eine, zwei oder mehr USB-Festplatten, die man wechselseitig benutzt, nicht wechselseitig, wechselnd benutzt. Das heißt irgendwie gerade, ungerade Tag oder Wochen oder wie auch immer, wie oft man eben das Backup macht, damit man einfach unterschiedliche Datenträger hat. Und wie gesagt, je mehr Festplatten, desto unwahrscheinlicher ist der Datenausfall oder Verlust. Und aber irgendwo hat man dann ja auch, will man ja nicht 20 Festplatten rumfliegen haben, kostet ja auch so ein bisschen Geld und nimmt auch Platz weg, und die Organisation wird dann so ein bisschen schwieriger. Was ich empfehlen würde, sind unterschiedliche Modellserien oder von mir aus auch unterschiedliche Hersteller. Es gab leider auch schon einen Fall, in dem, das ist nicht so häufig, aber das passiert leider, in dem fehlerhafte Modellserien gab, und das dann, wenn man zwei Festplatten der gleichen Modellserie hat, erhöht man einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn so ein Fall eintritt, dass man hier unter Umständen einfach dann Pech hat. Da vielleicht einfach so drauf gucken. Und dann gibt es bei den Festplatten eine Technologie, die nennt sich SMART, Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Das heißt, das ist eine Software, bei denen, die man nicht extra installieren muss, sondern die ist auf den Festplatten drauf. Und diese Software registriert irgendwelche Fehler auf den Festplatten und notiert die da. Das ist wie so wie so eine Tabellenkalkulation oder wie so ein paar Parameter, die halt anzeigen, wie viel fehlerhafte Blocks da drauf sind und was da alles mit dieser Festplatte passiert ist. Und dann gibt es Software, die kann das auslesen, und da kann man sich anzeigen lassen, beziehungsweise auch Software, die sagt, wenn zu viele Änderungen in zu kurzer Zeit passieren, schlägt die Software Alarm, und dann sollte man spätestens sich Gedanken machen, ob man diese Festplatte nicht vielleicht austauschen möchte, weil ein Ausfall dann immer wahrscheinlicher wird. Bei modernen Festplatten mit SSDs hat man ja kaum noch mechanische Teile. Bei älteren Festplatten hat man natürlich noch die Mechanik, die ausfallen kann. Dann nutzt eben das Smart dann auch nichts, wenn dann einfach mal irgendetwas kaputt ist, weil ölen kann man die Festplatten sicher nicht. Dann hatte ich ja darüber gesprochen, alternierendes Backup, das heißt, dass man irgendwie an einem Tag eine, am nächsten Tag die nächste Festplatte, und je nachdem, wie viele Festplatten man hat, dass man die einfach durchtauscht regelmäßig und die auch beschriftet und sich an diese Reihenfolge dann auch hält. Dann eben die gesamte externe Lagerung, das heißt, um weitere Wahrscheinlichkeiten von Datenverlust auszuschließen, wie Brand, Wasser, Diebstahl oder wie auch immer, lagere ich meine Festplatte irgendwo anders. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, ich mache so eine Monatsfestplatte und tausche die oder hinterlege die einmal bei meinem Partner, Partnerin oder in der Familie oder wie auch immer, einfach an einem anderen Ort zum Beispiel oder in einem Bankschließfach oder wie auch immer. Und regelmäßiger Austausch bedeutet einfach, dass man zum Beispiel auf die Festplatten das Kaufdatum draufschreibt, wann man die gekauft hat, und nach 3 Jahren sich langsam mal spätestens Gedanken machen sollte, sollte ich die Festplatte austauschen. Die Festplatten werden mit einem höheren Lebensalter angegeben, aber um einfach die Wahrscheinlichkeit niedrig zu halten, kann man sagen, okay, 3 Jahre. Man kann natürlich auch sagen 6 Jahre oder irgendwas dazwischen oder
vielleicht 10 Jahre, weiß ich jetzt nicht. Meistens ist es ja auch einfach so, dass das Backup-Bedarf dann auch steigt und man dann sowieso größere Festplatten braucht und die alten Festplatten dann einfach für simplen Datentransfer von A nach B benutzt oder sie irgendwie anderweitig weiter benutzt, bis sie kaputt gehen. Und manchmal gehen dann Festplatten gar nicht kaputt und dann hat man sie auf ewig und denkt sich dann, warum habe ich noch diese kleinen Festplatten da rumfliegen? Aber wegschmeißen ist dann auch nur Elektroschrott. So, dann kommen wir hier nochmal zu dem Netzwerk und dem NAS. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal erzählt. Das heißt, beim Netzwerk Raspberry Pi und eine Nextcloud zum Beispiel oder so eine Netzwerkfestplatte und da eben genau drauf aufpassen, was die für Funktionen hat oder Möglichkeiten hat. Eine Festplatte ist schon mal gut. Zwei Festplatten, die man dann noch besonders konfigurieren kann, ist noch besser. Dann gibt es eben NAS, da habe ich noch Synology, Asus, QNAP, Buffalo und da gibt es noch weitere. Diese Technologie, wie man die Platten zusammenschaltet, die Festplatten zusammenschaltet, wird meistens als RAID bezeichnet. Und da gibt es auch unterschiedliche Technologien, die mit unterschiedlichem Aufwand und Platzbedarf und Sicherheit arbeiten. Und dann eben auch nochmal die externe Lagerung, das heißt irgendwo außerhalb lagern, damit einfach bei einem größeren Ereignis irgendwo anders die Daten noch verfügbar sind, die natürlich regelmäßig austauschen. Cloud hatte ich ja auch nochmal gesagt. Cloud ist natürlich Vorteil, es ist verfügbar, es ist einfach, es ist kostenlos, in Anführungsstrichen, nichts ist kostenlos. Aber Nachteile sind halt eben, die Internetanbindung muss da sein, wenn ich einen Datenausfall habe und in dem Moment ist auch mein Internetprovider nicht verfügbar oder der Cloud-Provider nicht verfügbar, dann komme ich auch nicht an meine Daten ran. Was mich natürlich einen Vorteil bringt, wenn ich halt die Daten hier auf einer Festplatte habe. Dann ich verliere die Kontrolle über meine Daten. Das heißt, ich gebe die irgendwo anders hin und die liegen dann da. Das Thema mit der Cloud ist halt auch einfach, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Hackerangriff, was ja immer mal wieder in den Zeitungen und den Gazetten steht. Ein Hacker wird sich vermutlich eher nicht gezielt einen Privatmensch oder eine kleine Firma heraussuchen. Hacker konzentrieren sich auf Ziele, die sich lohnen. Und ein Cloud-Anbieter, der hat Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen an Kunden und da lohnt sich natürlich ein Angriff besonders. Und von der Kommunikationsstrategie der Internetprovider sind jetzt ja auch nicht gerade glücklich, wenn die gehackt worden sind. Das heißt, es ist auch die Frage, ob ihr das überhaupt mitbekommt, wenn die gehackt worden sind, ob die euch darüber informieren oder eben auch nicht. Das ist alles so eine Vertrauenssache und wie gesagt, also bei Einsatz von Cloud, ich bin da sehr konservativ, bitte diese Gedanken machen, wenn ihr damit leben könnt, wenn ihr sagt, ja, nö, ist alles cool, wird schon klappen. Weiß nicht, ob das richtige Mindset ist, um sich um Sicherheit zu kümmern, aber kann man natürlich machen. Und es ist natürlich auch accountabhängig. Das heißt, wenn ihr gegen irgendetwas bei dem Cloud-Anbieter verstößt, kann es natürlich sein, dass der Cloud-Anbieter euch sofort den Account dicht macht. Dann kommt ihr nicht mehr an die Daten ran. Ihr könnt auch nicht einfach eine Festplatte nehmen, dann müsst ihr vermutlich über einen Anwalt an eure Daten rankommen. Das kann sein, dass der eine technische Störung hat, dann kommt ihr vermutlich wieder an die Daten ran. Das kann sein, dass irgendein Algorithmus irgendetwas behauptet und die Entscheider glauben einfach dem Algorithmus. Da gibt es auch ganz skurrile Geschichten zu dieser Sache. Einfach nur das im Hintergrund behalten und sich Gedanken machen, ist es wirklich sinnvoll, wichtige Daten irgendwo anders zu lagern, wo ich einer anderen Person, einer anderen Firma die Hoheit und die Berechtigung über meine Daten gebe. So, und dann hatten wir vorhin drüber gesprochen und da ist die Folie auch über Software. Ich kann hier zwar eine Software nennen, das tue ich hier auch, aber generell bei Backup-Software gilt das Prinzip KISS, keep it simple and stupid. Also einfach. Und auf Deutsch einfach und einfach halten. Das heißt, wenn ich eine
ganz blöde, wenn ich Daten auf meiner Festplatte habe und die kopiere ich auf eine andere Festplatte rüber, dann sollte ich das so tun, dass dieser Kopiervorgang zum Beispiel auch überprüft wird, ob auch alle Daten ordentlich auf die Zielfestplatte geschrieben worden sind. Das heißt nicht nur irgendwie, ich habe was vergessen rüber zu kopieren, sondern eben auch, wenn die Daten geschrieben sind, können die Daten auch wieder gelesen werden. Viele Software macht das natürlich, viele Software macht das auch mit irgendwelchen Verschlüsselungen automatisch und so weiter und so fort. Wer es ganz, ganz simpel haben will und auch plattformübergreifend, man weiß ja nie, wann man so ein System mal wechselt. Man kann ja von Windows nach Apple und dann von Apple nach Linux wechseln. Und sagen wir mal, so ein Wechsel wird dann umso schwerer, wenn man dann Software am Start hat, die es vielleicht nicht auf der anderen Plattform gibt. Das mag für die einen oder für den anderen exotisch klingen, aber das kommt öfter vor, als man denkt. Und dann ist es eigentlich sehr, sehr cool, wenn man dann einfach nur auf die Daten zugreifen kann. Wie so ein USB-Stick, wo man sagt, ich habe hier eine Datei drauf, die stecke ich jetzt in Windows-Rechner, stecke ich in Apple-Rechner, ich stecke sie in Linux-Rechner und ich kann es auf allen Systemen lesen. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Wie gesagt, je nachdem, was ihr für Anforderungen an das Backup stellt oder zum Beispiel, welche gesetzlichen Vorgaben an das Backup gestellt werden, muss man da natürlich andere Software einsetzen. Die allereinfachste Form ist zum Beispiel das Programm R-Sync. Das ist ein relativ altes Programm, das mal ganz einfach gesagt ein Kopierprogramm, das aber so diese ganzen Anforderungen erfüllt, im Sinne von, ich kopiere eine Datei von A nach B und dann prüfe ich auch, ob die Datei ordentlich gespeichert wurde. Und dass er auch wieder gelesen wird und dann natürlich auch noch so eine, zum Beispiel so eine Option wie, ich habe hier 5 GB oder 500 GB an Daten und ich habe schon mal einen Backup gemacht und ich möchte jetzt einfach nur die veränderten Daten abspeichern oder rüber kopieren, dann macht das diese Software, die guckt einfach da, was habe ich im Original, was habe ich auf dem Ziel, wo hat sich was verändert und dann kopiert diese Software einfach nur die Veränderung und das spart natürlich auch jede Menge Zeit. Und so eine Software, die heißt zum Beispiel GR-Sync und die gibt es auch für alle Plattformen, also für Windows, Apple und für Linux. Und ich habe hier mal den QR-Code mit eingeblendet von der Homepage. Die sieht jetzt nicht unbedingt wahnsinnig aktuell aus, aber das Tool an sich oder das R-Sync-Tool gibt es seit, ich weiß nicht, seit den 80er Jahren oder irgendwie sowas. Hat irre viele Optionen für viele Systeme und man kann da wirklich alles Mögliche damit machen. Aber eigentlich will man ja nur erstmal Daten von A nach B kopieren und dann auch sicher sein, dass die auf B ordentlich angekommen sind. So, und jetzt zum Backup. Was backup ich? Das Betriebssystem, die Daten, Dokumente, Projekte, Musik. Da das Ganze hier im Rahmen von der Musik-Community entstanden ist, ist natürlich Musik auch ein ganz großes Thema, also nicht nur irgendwelche MP3-Dateien, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, sondern eben auch eigene Musik, die ich backuppen möchte. Und da würde ich zum Beispiel sagen, man trennt das Backup, das Betriebssystem-Backup vom Daten-Backup komplett. Dass man sagt, okay, vielleicht baue ich ein Betriebssystem-Backup, dass ich einfach sagen kann, wenn mir jetzt eine Festplatte kaputt geht, wo mein Betriebssystem und meine Daten drauf sind, dann habe ich ein Backup, womit ich mein Betriebssystem und die installierten Programme wiederherstellen kann und ein anderes Backup, womit ich die Daten wiederherstellen kann, weil ein Betriebssystem-Backup ist technisch etwas ein bisschen was anderes, als einfach nur Daten zu backuppen. Also hier Betriebssystem-Backup vielleicht mit separat betreiben. Das geht auch nicht mit diesem eben vorgestellten Tool GR-Sync. Da gibt es dann für die verschiedenen Betriebssysteme auch nochmal unterschiedliche Programme und Tools. Da gibt es eine ganze Menge. Und das sollte man einfach so im Hinterkopf behalten. Ich überlege gerade, für Linux gibt es ein Tool, das heißt, glaube ich, TimeSafe, TimeSpace, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber wie gesagt, für die verschiedenen Systeme gibt es unterschiedliche
Programme. Und bei den Daten sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen, welche Daten möchte man backuppen und hat dann am besten auch noch eine geeignete Ordnerstruktur auf seiner Festplatte, dass man jetzt nicht anfangen muss, Dateien rauszunehmen oder reinzunehmen von irgendwelchen anderen Verzeichnissen, sondern am besten eine ganz klare Verzeichnisstruktur, welche, wo man dann einfach sagen kann, das sind meine Dokumente, die werden alle gesichert, das sind meine Projekte, die werden alle gesichert, das sind meine Musik- oder Musikprojekte und die werden alle gesichert. Sodass man auch von, ich sag mal, von oben herab einfach ganz klar sehen kann, was man alles sichern kann, was einem auch nachher hilft beim Check, wurde alles gesichert. So. Dann gibt es natürlich noch die Frage mit dem Backup, wann, also das heißt, synchronisiere ich ständig? Das heißt, wenn ich jetzt eine Datei öffne, irgendwas reinschreibe und sie dann speichere, wird das dann sofort gebackupt? Das kann man natürlich machen. Kommt auch wieder darauf an, wie sicher alles sein muss und wie schnell das alles sein muss. Mache ich das synchron, also in Time quasi, direkt auf eine angeschlossene USB-Festplatte oder im Netzwerk oder die Cloud? Kann man natürlich machen. Muss halt dann auch nur überlegen, solche Software, die braucht natürlich dann auch CPU, die braucht natürlich auch Zugriff auf die Festplatte. Das heißt, hat man jetzt vielleicht irgendwelche zeitkritischen Anwendungen da drauf, braucht es natürlich dann auch wieder einen stärkeren Rechner, der dann quasi diese zusätzliche Überprüfung dieser Software ermöglicht. Oder mache ich das eben asynchron, das heißt, ich arbeite am Projekt, schließe die Arbeit an dem Projekt ab, was nicht unbedingt das Projekt abschließt, aber einfach so zum Beispiel das Tageswerk und mache dann ein Backup oder ich mache grundsätzlich morgens, Mittag, abends Backups oder wie auch immer. Sich da einfach Gedanken machen und einen Plan machen, okay, was ist mir wichtig, wie ist es mir generell wichtig, brauche ich Performance am Rechner, ist die Synchron-Backup jetzt nicht so das Ideale, bin ich jetzt darauf angewiesen, dass das immer wirklich alles gesichert und sofort gesichert wird, brauche ich halt einen performanten Rechner. Und das sind alles solche Gedanken, die man sich stellen sollte. So, und dann einfach nur, wie oft muss das Backup gemacht werden? Täglich, wöchentlich, monatlich und dann eben nochmal der Hinweis, ist eine externe Lagerung notwendig? Und wenn ja, hier vielleicht dann auch gleich mal noch sich festlegen, wie oft man dann quasi ein neues Backup nach extern bringt und die externe Platte dann wieder quasi in den Backup-Zyklus mit einfügt. Und muss man unter Umständen ja auch nochmal mit beteiligten Personen absprechen. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man dann sagt, ich mache das jetzt zum Beispiel einmal im Monat und am Ende des Monats, Ende zum Beispiel jeden Freitagabend, treffen wir uns irgendwo, trinken wie leckere Apfelschorle und dann werden zum Beispiel Festplatten ausgetauscht. Könnt ihr ja zum Beispiel machen, ihr gebt eure Festplatte jemanden und diese Person gibt dann ihre Festplatte. So wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Und dann zum Restore. Relativ kurzes Thema, aber eines der allerwichtigsten. Und daher nochmal der Punkt, kein Backup ohne Restore. Das heißt, eine Wiederherstellung. Wenn eine Wiederherstellung nicht funktioniert, habt ihr auch kein Backup. Ganz einfach. Auch wenn man sich viele Gedanken um die Organisation eines Backups machen muss und einfach gewisse Dinge beachten sollte, nutzt alles nichts, wenn die Wiederherstellung nicht funktioniert. Dann kann man jahrelang auf den besten Geräten backuppen, bringt einem einfach nichts mehr. Das heißt, für das Restore, wenn ihr einen Backup eingerichtet habt, initiales Testen, am besten Vollbackup, beziehungsweise ein Voll-Restore, eine volle Wiederherstellung fahren, um einfach zu gucken, ist denn auch wieder alles da. Dazu braucht es Platz, ein bisschen Organisation und dann natürlich auch die regelmäßigen Stichproben. Da am besten auch einen Zeitplan haben, dass wenn ihr vielleicht jedes Mal irgendwie geht ihr auf die Backup-Festplatte, sucht euch irgendwelche Dateien raus oder könnt es auch automatisieren, was natürlich noch besser wäre, mit zusätzlicher Software eben oder mit dieser Smart-Technologie die Festplatten immer im Blick halten. Restore ist ein kurzes Thema, das ist auch die einzige Folie dazu, aber es ist das wichtigste Thema. Daher einfach nochmal, kein Backup ohne Restore.
ganz, 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 ganz wichtig. Viele sind irgendwann in dem Glauben, sie machen ja regelmäßig Backup und alles funktioniert und nie wurde ein Fehler angezeigt oder sie haben einfach den Fehler nicht gesehen und im Datenverlustfalle dann einfach gemerkt, dass sie aus irgendeinem Grunde keine Wiederherstellung fahren konnten. Das konnten irgendwelche Inkompatibilitäten mit Software sein oder wie auch immer. Gerade wenn man dann zum Beispiel Software, gibt auch den Fall, dass man dann vielleicht Software irgendwie einmal im Jahr über 10 Jahre dann wegschließen muss und versucht einfach mal 10 Jahre alte Dateien wieder zu öffnen. Das ist nämlich auch nochmal so ein Thema, wenn ihr ein Backup 10 Jahre lang aufbehalten müsst, stellt sicher, dass ihr diese Dateien nach 10 Jahren zum Beispiel wieder öffnen könnt. Für einen Privatanwender eher vermutlich nicht so das Thema. Vielleicht weiß man nicht so ganz genau, aber ihr kennt das mit Software, die entwickelt sich weiter und manchmal geben die Entwickler einfach alte Dateiformate auf. Dann sollte man eine alte Version noch haben. Oder mit viel Glück irgendwo ein Tool finden, mit dem man das wieder öffnen kann oder extrahieren kann, wenn da ganz wichtige Daten drin sind, kann das unter Umständen sehr, sehr, sehr teuer werden. Daher nochmal, das letzte Mal, kein Backup ohne Restore. Und mit dem Satz wünsche ich euch viel Erfolg, auf dass ihr immer eure Daten wiederherstellen könnt. Macht euch Gedanken, lasst mir Kommentare da mit vielleicht noch weiteren Ideen, tollen Ideen, die ihr einfach habt. Kommentaren über Gedanken, die euch gekommen sind dazu oder was euch noch so einfällt zum Thema Backup und Restore zu allen möglichen Betriebssystemen. Schreibt mir einfach, ich würde mich über Feedback freuen. Das war's an der Stelle. Ich bedanke mich und wünsche euch ein erfolgreiches Backup, ein erfolgreiches Restore wiederherstellen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.